Guten Abend, meine Damen und Herren. Für das nun folgende Programm bitte ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit. Für das nun folgende Programm bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Eine wunderbare Idee, nicht? Ein Kostümfest mit lauter unvergesslichen Filmstars. Absolut Ihrer Meinung. Ah, sehr gelungen. Sie sind bisher der Einzige, der als Karajan gekommen ist. Sie irren sich. Nicht Karajan? Dann verraten Sie doch mal, wen Sie so darstellen. Das ist doch ziemlich offensichtlich. Ich kann Sie im Moment nicht unterbringen. Ich bin auf dem Fernsehen. Auf dem Fernsehen? Sind Sie der mit dem Sparschwein da? Nein. Manchmal trete ich auch zu zweit auf, mit so einem Blödmann. Ah, dick und doof. Bin ich etwa dick? Sehen Sie, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Mein Name fängt mit H an und gelegentlich singe ich auch. Heino. Bin ich blond und trage eine Sonnenbrille? Meine Anfangsbuchstaben sind HJ. Klar. Hier ist das Johannes. Das gibt's doch nicht. Ich stelle Harald Junke dar. Nee, Sie haben überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Junke. Ganz schlecht geschminkt. Pass es mal auf. Well, 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 welcome to the club. Ne? Kenn ich nicht. Jetzt will ich mal was Sensationelles verraten. Ich stelle nicht nur Harald Junke dar, sondern ich bin Harald Junke. Ich bin es persönlich. Das können Sie doch jedem erzählen. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Das will ich Ihnen sagen. Der echte Junke, der steht nämlich dort drüben. Ach, wie süß, Rudi Carrel. Was für eine reizende Idee. Sie irren, gnädige Frau. Ich bin, Ach, ich liebe den Rudi. Ich würde alles für ihn tun. Mir völlig wurscht, wen, Sie würden alles für ihn tun. Hm. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee bei mir, Rudi? Manche mögen's heiß. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie es früher einmal war. Herr Ober? Kaffee haben. Selbstverständlich, mein Herr. Herr Ober? Tut mir leid, mein Herr, aber dies ist nicht mein Tisch. Guten Abend. Guten Abend. Schöner Tag heute. Schöner Tag heute. Wärmer als gestern. Trotzdem könnten wir etwas Regen gebrauchen. Wärmer als gestern. Trotzdem könnten wir etwas Regen gebrauchen. Würden Sie bitte nicht alles wiederholen, was ich sage? Tut mir schrecklich leid. Übrigens, mein Name ist Berthold Kramer. Ich heiße Georg Lehmann. Ich heiße Georg Lehmann. Sie sagten, Sie heißen Berthold Kramer. Sie sagten, Sie heißen Berthold Kramer. Sie tun es ja schon wieder. Sie tun es ja schon wieder. Hören Sie, würden Sie bitte nicht immer alles wiederholen, was ich sage? Bei Ihnen gibt es ja mehr Wiederholung als beim ZDF. Tut mir leid. Ich habe gestern in Lübeck Speck gekauft. So ist es besser.
So ist es besser. Oh nein! Oh nein! Hören Sie auf damit! Hören Sie auf damit! Ich finde es sehr irritierend, wenn Sie immer alles wiederholen, was ich sage. Ich betrachte es nicht gerade als die feine Art der Unterhaltung. Tut mir leid. Tut mir schrecklich leid. Ich leide unter so einem neurotischen Zwang. Die ersten drei Bemerkungen, die jemand macht, wiederhole ich. Die nächste Bemerkung wird von mir nicht wiederholt. Und die darauffolgenden drei Bemerkungen wiederum wiederhole ich und die nächste nicht. Mein Gott, das ist ja schrecklich. Mein Gott, das ist ja schrecklich. Das Beste wäre, die nächsten zwei Bemerkungen von mir so knapp wie möglich zu machen. Grütze! Das Beste wäre, die nächsten zwei Bemerkungen von mir so knapp wie möglich zu machen. Grütze. Mehr Grütze. Mehr Grütze. Gut. Vielleicht können wir jetzt miteinander vernünftig reden. Wie lange bereits haben Sie diese Krankheit? Gut. Vielleicht können wir jetzt miteinander vernünftig reden. Wie lange bereits haben Sie diese Krankheit? Sie haben eben zum vierten Mal wiederholt, was ich gesagt habe. Ja. Ich glaube, es wird schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass Sie ein Betrüger sind. Ich habe das Gefühl, dass Sie ein Betrüger sind. Ich werde Sie überlisten. Einen Orang-Utan von Baden-Baden nach Wogga-Wogga über Addis Abeba oder umgekehrt zu begleiten, reicht einem Gurkha-Sherpa Harakiri zu begehen. Ich werde Sie überlisten. Einen Orang-Utan von Baden-Baden nach Wogga-Wogga über Addis Abeba oder umgekehrt zu begleiten, reicht einem Gurkha-Sherpa Harakiri zu begehen. Fischers Fritzes Fische sind freitags früh frisch auf dem Tische. Fischfrevlers Franz fing frech vorm Flussball fette Fünffingerfische. Vier fichtende feste Fischfässer fassten voll auf den Fang. Viele freilich flitzten flott davon. Manchmal wiederhole ich nur zweimal. Sie sind ein Schwindler. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Sie sind ein Schwindler. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Hören Sie, dieser Mann hier ist ein Schwindler. Hören Sie, dieser Mann hier ist ein Schwindler. Wir sind ja alle so. Hilfe! Als ich sagte, blicken Sie in den Spiegel, meinte ich eigentlich nicht den in Ihrer Handtasche. Sie sind Dr. Schulze Eblinghaus. Setzen Sie sich. Himmel, ist das schon wieder spät. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Wissen Sie, was kann ich für Sie tun? Sie bewerben sich also um die Stelle des stellvertretenden Verkaufsleiters. Sehr gut, so ist es richtig. Genau das will ich hören. Sie sind ein gescheiter Kerl. Machen Sie weiter so. Spielen wir doch mit offenen Karten. Gut. Darf ich nun endlich Ihren Namen erfahren? Gute Frage. So soll es sein. Sie kommen sofort zur Sache. Direkt, unmissverständlich und mit Entschiedenheit. Solche Art des Denkens brauchen wir im heutigen Management. Genau wissen, wen man vor sich hat. Genau wissen, wovon man redet. Genau wissen, was man als nächstes sagen muss. Nur so bringt man es zu etwas. Name? Schatzschneider. Guter Schatzschneider. Muss mal eben hier in Ihre Akte. Während Sie jetzt darüber nachdenken, wie Sie Ihre nächsten Fragen formulieren wollen, werde ich rasch diese Umsatzdaten zu Ende analysieren. Ich habe keine Zeit zu vergeuden. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie fertig sind. Wie bitte? Minimumabgabe. Das ist glänzend. Ah, Sie sind ja noch da. Also, was für Qualifikationen können Sie denn jetzt nun vorweisen, Herr Schatzschneider? Qualifikationen? Eine sehr gute Frage. Meine Sekretärin kann Sie darüber genauestens aufklären. Frau Bergmann, würden Sie bitte mal die Qualifikationsunterlagen bringen? So, war da noch was? Ja, in Ihrer Bewerbung steht, dass Sie 6 Jahre lang in Gummi gemacht haben. Ich hätte jetzt gern mal gewusst, aha, die Qualifikationsunterlagen. Ist sie nicht wundervoll? Was wäre ich ohne Sie? Wo sind wir stehen geblieben? Ja, wie ich gerade sagen wollte, die 6 Jahre, die Sie in... Ist es schon so spät? Ja, die 6 Jahre, die Sie... Entschuldigen Sie vielmals, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mal rasch telefoniere? Ja. Danke vielmals. Die 6 Jahre, die Sie in Gummi... Hallo? Ja, hier Schatzschneider. Kann ich bitte den Herrn Oberbürgermeister sprechen? Ja, danke. Tut mir wirklich leid. Machen Sie bitte weiter. Welche Stellung hatten Sie inne während der 6 Jahre, die Sie in Gummi... Nun, ich war hauptsächlich
Hallo, Kurtchen. Ja, hallo, wie geht's denn, mein Lieber? Danke, ausgezeichnet. Du, Kurtchen, ich fürchte, ich werde einige Minuten zu spät kommen. Machen Sie ruhig weiter. Ja, am besten, nein, Kurtchen, bitte. Am besten wird sein, ihr fangt gleich ohne mich an und ich werde dann später zu der Sitzung dazustoßen. Ja, also gut, bis dann. Ja? Ja, sehr gut, ausgezeichnet. Also, bis dann. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber jetzt stehe ich ausschließlich Ihnen zur Verfügung. Nun, Herr Schatzschneider, im Grunde bin ich nicht davon überzeugt, dass Sie die notwendigen Qualifikationen über den Entschuldigung. Frau Bergmann? Ein Herr Rödel möchte Sie sprechen. Ach, das passt mir jetzt gar nicht, Frau Bergmann. Ich bin mit in einer wichtigen Besprechung. Also gut, schicken Sie ihn rein. Die erforderlichen Qualifikationen, die wir im Textilgroßhandel... Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, aber dieser Mann wartet bereits den ganzen Morgen darauf, mich zu sprechen. Ah, Herr Rödel, kommen Sie doch herein. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Im Textilgroßhandel wird von einem stellvertretenden Verkaufsleder... Ja, das ist richtig. Ich habe auch eine Haben Sie zum Beispiel... Moment. Ja, bitte? Haben Sie zum Beispiel Erfahrung im Außenhandel? Ja, natürlich. Ich bin doch mehrere Jahre in Paris in der Gummibranche tätig gewesen. Gut, aber was ich gerne wissen möchte, Haben Sie Erfahrung im Einzelhandel? Ja, ich war 6 Jahre in der Lederbranche tätig. Ah, ich frage Sie jetzt ganz direkt. Haben Sie die notwendigen Erfahrungen in der Textilbranche? Herr Rödel, das hört sich ja alles sehr vielversprechend an. Ja, nun? Hören Sie, ich weigere mich, dieses Vorstellungsgespräch fortzuführen. Ich war auch in der Eisenbahn. Ja, das steht hier auch drin. Es tut mir leid, dass ich Sie so rasch hinausbitten muss, aber unsere Zeit ist knapp bemessen. Hab mich gefreut, Sie kennenzulernen. Auf Wiedersehen, Herr Rödel. Herr Schatzschneider, sollte das Ihr Arbeitsstil sein, da kann ich leider nur noch eins sagen. Frau Bergmann, würden Sie bitte Herrn Dr. Schulze Eblinghaus aus der Firma geleiten? Auf Wiedersehen. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Das kann ich leider von mir nicht sagen. Immer das Übliche, für mich und meinen Bruder. Trinken Sie auch was? Danke, gerne. Einen Gin Tonic, bitte. Sagen Sie, habe ich Sie nicht irgendwo schon mal gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Das muss mein Bruder gewesen sein. Ach, Sie sind sich wohl sehr ähnlich. Ob wir uns ähnlich sehen? Da kommt er gerade. Sehen Sie selbst? Wir sind eineiige Zwillinge. Hallo. Sie sollen eineiige Zwillinge sein? Ja, natürlich haben Sie noch nie eineiige Zwillinge gesehen. Ja, aber Sie sind... Ich meine, Sie sehen sich doch gar nicht ähnlich. Man kann Sie doch ganz leicht auseinanderhalten. Ah, gute Beobachtungsgabe. Sie haben es also bemerkt. Ja, es gibt tatsächlich einen kleinen Unterschied zwischen uns. Wenn man ganz genau hinsieht, dann wird man feststellen, dass meine Augen dunkler sind als Sie. Und wenn Sie noch genauer hinsehen, wenn Sie bemerken, dass meine Augen heller sind als Sie. Das entdeckt nicht jeder. Bravo. Bravo. Was heißt denn hier Bravo? Sie sehen sich doch nicht am entferntesten ähnlich. Bitte, zweimal das Übliche. Da haben wir es schon wieder falsch an Sie. Sie kommen seit 10 Jahren täglich herein, aber ich kann Sie immer noch nicht auseinanderhalten. Aber die sehen sich doch kein bisschen ähnlich. Der eine, naja, um ehrlich zu sein, ist ein bisschen klein und sieht viel älter aus als der andere. Na, hören Sie mal, ich bin viel jünger. Außerdem bin ich 20 Zentimeter größer als mein Bruder. Aber nein, ich meine doch nicht Sie. Ha, da haben wir es. Sie können uns doch nicht auseinanderhalten. Also, natürlich kann ich das. Zum Wohl! Weg damit! Und wie heißen Sie, wenn ich mal fragen darf? Ich heiße Karl-Heinz. Und Sie? Karl-Heinz. Wie bitte? Sehen Sie, da geht's Ihnen genauso wie unserem Pfarrer. Der konnte uns auch nie unterscheiden. Tag, Schatz. Tag, Schatz. Übrigens, er ist dein Mann. Ach, könnt ihr mir doch mal verzeihen. Mir gefällt es. Ob ich es wohl je kapieren werde? Ich glaube, sie hat mich schon öfter geküsst als Karl-Heinz. Ich brauche gar nicht zu heiraten. Sie hat sogar schon mal eine Nacht mit ihm verbracht, ohne dass sie es gemerkt. Ja, es gibt eine Menge Vorteile, wenn zwei sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Wenn der eine von uns Zahnschmerzen hat, dann geht der andere zum Zahnarzt. Übrigens, weißt du noch, wie sie mich damals angehalten haben nach deiner Hochzeit? Ich hatte ein paar über den Durst getrunken und du hast für mich ins Rohr gepustet. Genau dasselbe mit der Kleidung. Einer von uns geht zur Anprobe und wir können beide denselben Anzug tragen. Natürlich nicht gleichzeitig, das würde ja lächerlich aussehen. Aber Ihnen passt doch niemals die gleiche Jacke. Aber selbstverständlich, sehen Sie her. Ja? Karl-Heinz steht hier, ja? Es ist seine Jacke. Das heißt, dass ich deine Jacke anhabe? Ja. Tatsächlich! Ja, so ist es schon viel besser. Deine war mir ein Stückchen zu klein. Ja, deine war mir etwas zu geräumig.
diese sitzt richtig. Aber die passen doch überhaupt nicht. Ich meine, das sieht doch jeder. Hallo, Karl-Heinz. Hallo, Karl-Heinz. Eure Jacken, was? Sieht gut aus. Hallo, Karl-Heinz. Wieso denn Karl-Heinz? Ja, wir haben sie angeschmiert. Wir sind gar keine eineiigen Zwillinge. Genau. Sondern eineiige Drillinge. Fräulein Steinböck, haben Sie was gegen Kopfschmerzen? Nee, Sie? Wo sind denn meine Akupunkturnadeln? Ich weiß nicht, wo sie stecken. Dann schicken Sie den nächsten rein. Morgen. Guten Morgen. Ja, wo fehlt's denn? Ich habe eine Axt im Kopf. Um Gottes Willen, wirklich? Es tut mir sehr leid, ich habe es gleich gesehen. Aber ich dachte, es sei eine Art neue Hutmode. Aber eine ganz schön schmerzhafte. Also, Sie meinen, es fühlt sich sehr unangenehm an. Das kann man wohl sagen. Sieht auch ziemlich übel aus. Die Axt sitzt genau zwischen dem Sexualtrieb und der Fähigkeit, Knöpfe anzunähen. Tun Sie was dagegen. Eins nach dem anderen. Name? Hitzig. Vorname? Otto, aber was hat das mit der Axt zu tun? Geburtsdatum? 5. August 1930. Aha, da haben wir es. Was haben wir? Löwe, ein Feuerzeichen, Feuer, Metall, Axt. Und es ist auch noch der erste des Monats. Da war es ja unvermeidbar. Übrigens, ich habe darüber gerade eine Abhandlung geschrieben. Falls es Sie interessiert. Mir ist doch jetzt nicht zum Lesen zumut. Ich habe starke Kopfschmerzen. Ich auch. Aber ich habe eine Axt im Kopf. Für das ungeschulte Auge. Ja, äußerlich. Teilweise auch innerlich. Es brennt. Ich bin der Doktor. Ich glaube, wir sollten es mir überlassen zu sagen, wo es brennt. Fühlen Sie irgend so ein Kribbeln in den Fingerspitzen? Nee, ich fühle nur ein Kribbeln im Kopf. Und wahrscheinlich kommt das von... Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. So eine Axt im Kopf ist vielleicht nur ein Symptom für etwas viel Schlimmeres. Was kann denn noch schlimmer sein, Mann? Jetzt tun Sie doch mal was. Ich bin ein Notfall. Wären Sie doch nur ein paar Jahre früher zu mir gekommen. Aber ich habe doch erst jetzt diese... Ein Leben lang in der falschen Haltung sitzen. Fleisch essen. Sein Sternzeichen nicht kennen. Ist doch klar, dass Sie jetzt eine Axt im Kopf haben. Können Sie sie nicht einfach rausziehen? Man sollte den Menschen als ein komplexes Wesen betrachten. Und was ist mit dem Komplex in meinem Kopf? Sie leben nicht in Harmonie mit der Natur. Ihr Yin und Yang sind nicht ausbalanciert. So, jetzt reicht's mir aber. Ich gehe zur nächsten Notaufnahme. Diese ignoranten Amateure. Was verstehen Sie schon vom Kosmos? Der Kosmos war's doch gar nicht. Es war der Poppenberg, Willi. Der war's. Sie Quacksalber. Ich hoffe, Sie setzen sich in Ihre eigene Akupunkturnadel. Nichts als Undank auf der Welt. Die Nadel. Wunderbar. Meine Kopfschmerzen sind weg. So, hier sind wir endlich. Du wirst begeistert sein. Wunderschön. Dies ist das Haus mit den meisten Biersorten in ganz Europa. Guten Abend. Ja. Was möchtest du trinken, Baby? Also ich würde dir als Start ein leichtes Bier empfehlen. Am besten so ein blumiges mit hohem Kaktusanteil. Warum nimmst du nicht ein marokkanisches Monsunbräu? Gut, ja. Bitte zwei marokkanische Monsunbräu. Haben wir nicht. Sie haben kein marokkanisches Monsunbräu? Das gibt's doch. Naja, wie wäre es dann mit so einem kleinen, abartigen Schwarzwälder Schinkenbier? Ja, gut. Bitte zwei halbe Schwarzwälder Schinkenbiere. Haben wir nicht. Ja, was heißt haben wir nicht? Was für ein Bier haben Sie denn? Wir verkaufen überhaupt kein Bier mehr. Sie verkaufen kein Bier mehr? Ja, was verkaufen Sie dann? Wasser. Wasser? Nur Wasser?
Seit einem Jahr sind die Leute ganz wild auf Mineralwasser. Da haben wir uns umgestellt. Wir sind das erste und einzige Wasserhaus am Platz. Eine Wasserkneipe? Jeder, der was auf sich hält, trinkt heute Wasser. Ja, ja, natürlich, das habe ich auch gelesen. Das trifft sich ja prima, mal was Originelles. Ein Glück, dass wir hier reingeschneit sind. Welches Wasser hätten Sie dann so? Was Sie wollen. Alpenmineralwasser, Hochland, Strohwasser, Mittelmeer, Seewasser, Red Indian, Fließwasser, Yorkshire, Terrierwasser, Bergwasser, Brunnenwasser, Weihwasser, Bayerisches Wasser, Jungfrauenwasser, Nordseewasser, Ostseewasser, Leitungswasser, Seifenwasser, Spül, Kühl, Frisch, Fisch, Steich, Laichwasser, Nelken, Rosen, Dosen, Toilettenwasser, Elb, Alster, Babys, Heißes, Babys, Töpfchen, Babys, Badewasser, Meereswasser, Weiherwasser, Schweres Wasser, Süßwasser, Sauerwasser, Eierwasser, Kaltes Wasser, Altes Wasser, Eiswasser, Wasser auf Eis, Wasser im Knie, Wasser unter der Brücke. Welches hätten Sie denn? Eine ziemlich gute Auswahl, nicht? Sie scheinen Wasser im Kopf zu haben. Ja, das liegt neben Babys Badewasser. Nun ja, also ich glaube, Liebling, wir sollten uns für das Rosenwasser entscheiden. Mit oder ohne Fluor? Ohne natürlich. Eis? Ja, bitte gerne. Alpenmineral, Hochland, Strom, Bergtal, Fließwassereis? Fließwassereis wäre in Ordnung. Flaches Eis, Glatteis, weißes Eis, zerkleinertes Eis, Schokoladeneis. Zerkleinertes. Macht 5,50 Mark. Bitte genehmigen Sie sich doch auch ein. Danke. Dann macht das 20,50 Mark. Nicht zu glauben, dass es in der alten Bierkneipe kein Bier mehr gibt. Wir heißen ja auch nicht mehr alte Bierkneipe, wir heißen alte Wasserkneipe. Der alte Kneip würde sich freuen. Sagen Sie bitte eine Frage. Produzieren Sie auch eigenes Wasser? Na, bei dem vielen Wasserverbrauch hier alle 30 Minuten. Ich verstehe. Cheerio. Mhm. Köstlich. Ein dreistes kleines Tröpfchen. Moment mal, was ist denn das? Sie haben doch gesagt, Sie führen kein Bier. Aber das ist doch ganz eindeutig ein Pilz. Ja, aber wir verkaufen es nicht. Mit irgendwas müssen wir unsere Gläser spülen. Ist mich da vollkommen Ihre Meinung. Aber der Mann, wenn es geschrieben mit einer Impertinenz, dass man eigentlich nur wundern kann, wie ein Verleger dazu kommt, was in seiner Zeit verkauft zu haben. Was sind Sie vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin die führende Kapazität auf dem Gebiet der impressionistischen Malerei. Ah ja, ich bin Buchhalter. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in einem umgebauten Kloster auf den äußeren Hebriden. Ach, wirklich, wie interessant. Ich wohne in Otterndorf. Ist Ihre Frau heute Abend auch hier? Nein, sie ist in Afghanistan, im Krieg. Wie aufregend. Kennen Sie Otterndorf überhaupt? Oh ja, ich bin da mal durchgekommen, als ich vom amerikanischen Geheimdienst entführt wurde. Was? Nichts. Hallo Sylvia, warst du noch lange auf dem Empfang neulich? Wo sind Sie denn hingebracht worden? Sie haben mich im Pentagon ausgequetscht. Wirklich? Da müssen Sie an der B-73 vorbeigekommen sein. Vorbei an unserem Haus. Erinnern Sie sich gleich hinter der Kiesgrube. Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich werde Ihnen sagen, warum. Die haben mich reichlich mit Hypertalzin, mit Tratikan betäubt. Was bewirkt das? Es lähmt das Gedächtnis. Ach, und beeinträchtigt vielleicht auch Ihr Sehvermögen? Ja. Man ist völlig bewusstlos. Ach so. Dann haben Sie unser Haus wahrscheinlich gar nicht gesehen. Es ist das lila Haus an der Ecke Nummer 37 mit den Geranien am Fenster. Sie müssen uns unbedingt mal besuchen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Es wird leider nicht möglich sein. Ich muss ins Gefängnis. Tatsächlich? Und nicht zufällig in Otterndorf? Nein, in Guatemala. Ich habe mich doch nämlich eines Devisenvergehens schuldig gemacht, als ich einen fleischfressenden Kaktus untersuchte, den ich dort entdeckt habe. Mhm, da sind Sie den weiten Weg nach Guatemala gefahren, nur um einen fleischfressenden Kaktus zu sehen? Ja, so ist es. Ich habe da ein paar sehr schlimme Abenteuer erlebt. Einmal wurde ich fast von einer Herde wilder Büffel zertrampelt. Und das alles nur wegen der Kaktussuche, das hätte ich wissen sollen. Wir hatten in Otterndorf in der Stadtbücherei gerade eine Kakteenausstellung. Wissen Sie, es ist faszinierend, sich mit Ihnen zu unterhalten. Nicht jeder interessiert sich so für Otterndorf. Ich werde Ihnen mal etwas zeigen. Schauen Sie. Haben Sie jemals so etwas Schönes gesehen? Noch nie. Wissen Sie, was das ist? Nein. Das ist ein tibetanischer Gebetsschal. Wissen Sie, woher ich ihn habe? Nein, das weiß ich nicht. Ich bekam ihn von dem ranghöchsten Sklavenmädchen des Oberbefehlshabers der tibetanischen Armee geschenkt. Oh mein Gott, war sie eine Schönheit.
Ihre Haare waren pechschwarz und eines Nachts, man feierte gerade das Fest des Ramsid Azai, des mächtigen Gottes des Lichtes, bei dem auf einem schneebedeckten Berg 10.000 Ochsen geopfert wurden, da schlich sie sich in mein Zelt. Ihr herrlicher Duft erfüllte den Raum. Sie legte ihre Stammestracht ab. Das pechschwarze, seidig glänzende Haar fiel auf ihre zarte, helle Haut. Und als sie dann in mein Bett kroch, ja, die stammte übrigens aus Otterndorf.